Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag im Landkreis Erding. Gegen 16 Uhr stießen zwei Fahrzeuge auf der Flughafentangente Ost frontal zusammen. Ein nachfolgender Ford prallte unter das Heck eines Transporters. Ein Insasse wurde in seinem Skoda-Kombi eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Anzing mittels hydraulischem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Insgesamt drei Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzt. Die FTO musste für mehrere Stunden gesperrt werden.